Ich bin Saskia Schmidt aus dem digitalen Treffpunkt, dem SZUMI im Brückencenter Ansbach. Heute quetsche ich mal zwei Kollegen zum Thema Sparkasse als Arbeitgeber aus und euch nehme ich natürlich mit. Die beiden Kollegen sind auch schon für euch da und damit ihr überhaupt wisst, mit wem ihr es zu tun habt, stellen sich die beiden einmal für euch vor. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Schmidt, freut mich, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Christian Cigiol. Ich bin hier der Leiter des Bereiches Vorstandsstab und Personal. Und über das Thema Personal wollen wir ja heute reden. Das heißt, ich verantworte auch die Bereiche des Recruitings und der Ausbildung. Ja, und freue mich schon auf unser Gespräch. Hi und herzlich willkommen. Ja, hi, ich bin Sammy Raum und bin hier bei unserer Hauptfiliale stellvertretende Beratungsunterleiter. Ja, vielen Dank an Sie beide. Jetzt habe ich natürlich noch einige Fragen und ich würde vorschlagen, fangen wir doch direkt mal an. Die Sparkasse Ansbach beschäftigt aktuell 732 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den verschiedensten Funktionen. Welche Ausbildungsberufe kann ich denn hier eigentlich erlernen? Ja, das ist eine gute Frage, Frau Schmidt. Tatsächlich haben wir momentan drei Ausbildungsberufe, die wir erlernen können oder die Sie erlernen können. Das ist einmal die Ausbildung zum Bankkaufmann, zur Bankkauffrau, zur Servicefachkraft für Dialogmarketing und wir bieten auch ein duales Studium an. Und was Sie aber angesprochen haben, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Sie haben gesagt, 732 Mitarbeiter und diese 732 Mitarbeiter sind in den verschiedensten Funktionen. Und was ich einfach zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass die Ausbildung bei uns in der Sparkasse der Beginn des Ganzen, dieser Karriere ist. Und auf die Karriere, glaube ich, kommen wir später nochmal zu sprechen. Das heißt ja bekanntlich, über Geld spricht man nicht. Ich möchte es jetzt trotzdem ganz genau wissen, Herr Cigiol, wie viel verdient man denn bei uns während der Ausbildung? Mhm. Ich finde, man kann sehr wohl über Geld sprechen und deswegen wollen wir das auch ganz offen kundtun. Im ersten Ausbildungsjahr verdienen Sie 1.150 Euro im Monat, bis zum dritten Ausbildungsjahr, das sind dann 1.250 Euro und insgesamt dauert die Ausbildung aber nur 2,5 Jahre. Und was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass es natürlich auch vermögenswirksame Leistungen gibt und auch ein schönes Weihnachtsgeld. Das ist ja doch schon einiges. Ja, und es soll ja nicht nur beim Geld bleiben, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Sondern uns ist es wirklich wichtig, unsere Auszubildenden von Anfang an bis zum Ende zu begleiten. Das bedeutet, wir haben Ausbildungsverantwortliche in unseren Einheiten. Wir haben einen Ausbildungsleiter, der sich ausschließlich mit dieser Thematik und mit den Azubis beschäftigt. Es gibt einen innerbetrieblichen Unterricht, es gibt Prüfungsvorbereitung. Und was ein ganz wichtiger Faktor ist, wir wollen natürlich unsere Ausbildung auch so digital wie möglich begleiten, was wir heute auch darstellen. Das heißt, jeder unserer Azubis bekommt ein iPad zu Beginn der Ausbildung, zur dienstlichen und auch zur privaten Nutzung, das er danach auch behalten darf. Und das sind so viele Faktoren, glaube ich, die man gar nicht alle aufzählen kann. Man muss es mal erlebt haben und man muss vielleicht auch mit dem einen oder anderen Azubi mal fragen, wie es er so erlebt hat. Und ich bin auch der Meinung, das möchte ich an der Stelle auch sagen, die Ausbildung ist nur der Beginn der Karrieremöglichkeiten, die wir an der Sparkasse haben. Und ich vergleiche das ganz gerne auch mal mit dem Sport. Wenn man in der Bundesliga spielen will, dann muss man sicherlich zu Beginn auch mal in der Regionalliga oder als in der Jugendmannschaft beginnen, um dann wirklich auch Karriere zu machen. Und genau für diese Karriere haben wir ganz tolle Karrierewege gebastelt, die wir Ihnen gerne auch mal zeigen möchten. Und wie es in der Praxis aussieht, werden wir dann später noch sehen. Ja, wie Herr Cigiol gerade schon erwähnt hat, stehen nach der Ausbildung in unserer Sparkasse sehr, sehr viele Wege offen. Wie verlief denn dein bisheriger Weg bei uns? Ja, Saskia, das erzähle ich doch sehr, sehr gerne. Ich habe 2016 nach der Realschule mit der Ausbildung hier bei uns angefangen und 2019 dann nach 2,5 Jahren meine Abschlussprüfung abgelegt, war dann in Heilsbronn Berater und durfte dann mit 21 Jahren, jetzt 2021, hier unsere Hauptfiliale, hier stellvertretender Beratungshinterleiter werden. Sehr, sehr interessant. Wieso ging es denn bei dir so schnell? Ja, das frage ich mich manchmal selber auch, wie es so schnell ging. Nach der Ausbildung 2019 ging es weiter für mich mit dem Kundenberater-Lehrgang. Das ist ein Lehrgang, wo die Basis gelegt wird für den späteren Alltag als Berater. Wie gehe ich in ein Gespräch, aber auch sehr viel über mich selber als Berater, über meine Persönlichkeit lernen durfte. Und nachdem ich das abgeschlossen habe, im Jahr 2020, ging es im Winter 2020 weiter zu einer sogenannten Potenzialanalyse, wo man nochmal überlegen darf, nochmal den ganzen Tag sich auch selber reflektieren kann, wo sind meine Stärken, wo sind meine Entwicklungsfelder, wo möchte ich hin. Und ich sage mal, das Ende von diesem Tag war, okay, das Thema Führung interessiert mich,
da würde ich gern weiterkommen. Und daraufhin habe ich mich angemeldet über das Thema Banking und Sales als Bachelor-Lehrgang, den Betriebswirt über auch Landshut. Und somit kam dann die Möglichkeit und auch die Chance hat sich dann eröffnet, dass ich hier bei uns als stellvertretender Filialleiter letztes Jahr anfangen durfte. Du sagst, du studierst, arbeitest du dann noch Vollzeit? Ich wünschte, es wäre so, aber auch da gibt es die Sparkasse, ist ein Schritt auf mich zugegangen und ich konnte meine Arbeitszeit reduzieren auf 80%, um eben, wie du es richtig sagst, das Thema Arbeit, aber auch Studium noch vereinen zu können. Klar, es ist schon viel auf einmal, dass ich jetzt noch nebenbei anfangen darf zu studieren, aber es ist gut möglich, eben über das tolle Angebot meine Arbeit zu reduzieren zu dürfen. Ja, Sammy hat uns ja jetzt sehr viel über sich und seinen Karriereweg erzählt. Was steckt denn allgemein so hinter der bunten Sparkassenwelt? Ja, ich glaube, es ist ein ganz interessantes Thema, mit dem wir uns da beschäftigt haben. Und ich habe es auch mal für Sie dabei. So schaut es nämlich aus, unsere bunte Sparkassenwelt. Und da geht es uns eigentlich darum, die Mehrwerte unseres Unternehmens, den Mitarbeitern auch mal kundzutun und präsent zu machen. Und ich will bloß ein paar Beispiele mal rausgreifen. Wir haben zum Beispiel eine Mitarbeiterwertkarte. Auf dieser Mitarbeiterwertkarte werden den Mitarbeitern monatlich Beträge und auch zu Jubiläen, Geburtstagen Beträge gutgeschrieben, die sie dann frei verwenden können zum Tanken, zum Einkaufen oder sich mal was Tolles leisten. Wir reden vom Sparkassen-Bike-Leasing, wir reden vom mobilen Arbeiten, was auch möglich ist. Und was eine ganz tolle Thematik ist, ist auch unsere Mitarbeiter-App, digitales Medium, wo sie Informationen bekommen, wo die Mitarbeiter zu Veranstaltungen eingeladen werden. Man kann schon sagen, sehr, sehr bunt und sehr, sehr vielfältig. Mhm. So viele Angebote, Sammy, welche nutzt du denn davon? Also vom mobilen Arbeiten oder tanken mit meiner Mitarbeiterwertkarte oder, wenn es Wetter hergibt, fahre ich auch gerne mit meinem E-Bike. Ja, vielen herzlichen Dank an Sie beide für das wirklich interessante und umfangreiche Gespräch. Natürlich gibt es noch weitere Möglichkeiten, um sich über die Sparkasse Ansbach als Arbeitgeber zu informieren. Wir blenden euch die Kontaktmöglichkeiten ein und freuen uns auf dich.